ein Thema sprechen, das uns alle was angeht, aber viele trauen sich wirklich nicht darüber zu reden. Ich hoffe, es wird euch helfen, denn ich möchte über Mobbing reden. Das ist Clara. Sie ist 10 Jahre alt. Und das ist Luana. Sie ist 2 Jahre älter, also 12. Clara hat eine neue Kappe gekriegt. Dann kommt Luana und reißt ihr die Kappe vom Kopf. Sie gibt sie ihr nicht zurück, obwohl Clara sie darum bittet. Da, endlich! Ein Mädchen in Claras Alter kommt vorbei. Doch als Clara sie um Hilfe bittet, ignoriert sie das Mädchen einfach. Was Luana da tut, ist doch eindeutig Mobbing. Aber Moment, was ist das überhaupt, Mobbing? Dazu gibt es 3 Fragen, über die ihr Bescheid wissen müsst. Was ist Mobbing? Wenn Kinder ein jüngeres, ausländisches oder wegen irgendeinem anderen Grund ein anderes Kind ärgern, nennt man das Mobbing. In welchen Formen kommt Mobbing vor? Es gibt unter anderem psychisches Mobbing, körperliches Mobbing und Cybermobbing. Außerdem noch vieles mehr. Wie reagiere ich auf Mobbing? Wenn ich selbst vom Mobbing betroffen bin, sollte ich mich an eine Vertrauensperson wenden. Das können in diesem Fall zum Beispiel Lehrer, Freunde, Familie und Schulsprecher oder Klassensprecher sein. Wenn ich sehe, dass jemand gemobbt wird, hole ich Hilfe und der oder die Mobber müssen ihre Verhalten erklären. Als Luana alleine mit der Kappe in der Hand dasteht, weil Clara weggerannt ist, pfeffert sie diese mit voller Wucht auf den Boden. Als sie auch gegangen ist, kommt Clara einige Zeit später wieder und hebt die Kappe vom Boden auf. Mit ihrer Kappe in der Hand geht Clara dann schließlich zu einer ausgewählten Vertrauensperson, mit der sie den Konflikt besprechen möchte. Zusammen gehen sie zur Schulsprecherin, die verspricht, mit Luana zu reden. Luana verspricht, das nicht mehr zu tun und weiß, dass sie überheblich war. Sie gibt Clara die Kappe zurück und beide sind wieder Freunde. Okay, jetzt möchte ich mich noch bei Siri und Moritz bedanken, die mir so toll geholfen haben. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Tschüss!